Herr Simmel, guten Morgen. Morgen. Was machen Sie denn hier? Sie abholen. Süß, salzig oder belegt? Zwei zur Auswahl wären nett. Drei bedeuten Alarm. Was ist los? Nein, nichts Besonderes, nein. Lassen Sie mich raten, Ihre neueste Eroberung hat Sie gerade vor die Tür gesetzt. Wieso? Ihr Hemd ist zerknittert und von gestern. Ihre Haare sind verstrubbelt. Sie waren gar nicht mehr zu Hause, weil Sie dachten, dass Sie Ihre Enttäuschung mit Arbeit betäuben können. Nicht die Frau hat mich vor die Tür gesetzt, sondern die Tochter. Und zwar noch vor dem Frühstück. Eine Alleinerziehende? Etwas mit Verantwortung? Herr Simmel, Sie machen Fortschritt. Ja, die Frau ist wirklich ein Knüller. Sie hat aber gesagt, ich könne nur mit ihr was Festes anfangen, wenn ich auch mit der Tochter klarkomme. Helfen Sie mir? Ich glaube nicht, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin. Aber Sie waren doch auch mal ein pubertierendes Mädchen. Nicht wirklich, Herr Simmel. Irgendwie habe ich die Phase übersprungen. Gemeinsam rollen. Anna, das muss harmonischer sein. Ineinander übergehen. Du hast eine ungenaue Bewegungsvorstellung. Ja, ich weiß, ich muss die Bewegung denken. Genau. Technik vor Schnelligkeit. Und ab. Wir waren noch richtig gut, Papa. Ihr müsst lernen, euch nur mit dem Maximum zufrieden zu geben. Anna, und du musst mal für irgendwas Ehrgeiz entwickeln, sonst geht das hier alles den Bach runter. Genau wie bei deinem Abi. Anna, sieh mich mal an. Nur mit Spaß kommt man im Leben nicht weiter. Wir kriegen das hin, okay? Meinen Sie, ich krieg das nicht mit, wie Sie hier nachstellen? Was meinen Sie, was mir Hanna alles erzählt hat? Misch dich nicht in Sachen ein, von denen du keine Ahnung hast. Oder kannst du ja gleich einen neuen Club suchen. Sie wollen mir drohen? Ich weiß ganz genau, was ich mache. Das glaube ich kaum. Rudern war ich früher auch richtig gegen so ein, ja, ein Ausnahmetalent. Ach. Doch, dieser kraftvolle Rhythmus, wenn das Ruderblatt so das Wasser durchsiebt und oh, wenn man sich sofort bewegt wie so eine Maschine und wenn man dann auch noch das Glück hat, als Erster vielleicht durchs Ziel zu rauschen. Morgen.
Er wurde senkrecht von oben getroffen, so als sei der Schlag aus dem Himmel gekommen. Vielleicht ist ihm ja irgendwas auf den Kopf gefallen. Eine kaputte Drohne oder ein Teil vom Helikopter oder so. Na, dann kann es ja wohl nur eine Schraube gewesen sein, Herr Simmel. Sonst wäre von dem Kopf nicht mehr so viel übrig. Oder ein toter Storch. Wohl eher nicht. Passt. Tom ist plötzlich auf was draufgedonnert. Dann trieb er da, einfach so. Der Bremen. Ach, Sie kennen den Mann? Klar. Der Bremen ist aus unserem Club. Der Big Spender. Bei uns spenden alle. Aber der Bremen, der war wirklich immer sehr großzügig. Eine neue Anlegestelle, ein neues Trockendock, neue Stühle im Clubhaus. Hui, das ist aber auch mal. Ja, kann keiner meckern. Aber? Was meinen Sie mit aber? Es klang so, als ob noch etwas käme. Also kein aber. Wissen Sie denn, wann Herr Bremen vom Clubhaus aus losgerudert ist? Ja. Vor 3 Stunden, gegen 10. Der fährt in den Ferien jeden Morgen. Gleiche Strecke, gleiche Zeit. Also jeder im Club wusste das und hätte Herrn Bremen abpassen können, richtig? Ja. Entschuldigung. Wo ist denn der Chef von das Ganze? Da vorne. Ah, danke. Bitte. Hallo. Die Anmeldefrist für die Anfängerkurse ist seit einer Woche abgelaufen. Was meinen Sie mit Anfänger? Marie Brandt, Kripo Köln. Sind Sie hier der Hausmeister? Frau Brandt, das heißt Zeugwart. Beim Rudern heißt sowas Zeugwart. Ich war früher begeisterter Ruderer und habe wirklich auch oft... Simmel, Kripo Köln, hallo. Tag, Stützner. Das ist Sven. Mein Sohn. Ja, was hat er? Worum geht es denn? Um eines Ihrer Clubmitglieder, Werner Bremen. Er ist tot. Herr Stötzner? Ja? Wir haben Herrn Bremen in seiner Ruderkluft gefunden und würden gerne wissen, wo er seine Privatsachen aufbewahrt. Ja, sicher. Sven? Sven! Bleib hier! Ich bin gleich wieder da! Ich weiß nicht, ob ihm das gefallen würde. Gefallen? Ich dachte, er ist tot. Moment mal. Lassen Sie mich das machen. Danke. Schlüssel und Portemonnaie sind da. Offensichtlich hat der Täter was anderes gesucht. Hat Herr Bremen gewöhnlich ein Handy dabei? Sicher. Er wollte ja immer für seine Kunden erreichbar sein. Was hat er denn beruflich gemacht? Finanzberater. Sogar ein ziemlich erfolgreicher. Also, wenn der für was gebrannt hat, dann konnte der alle davon überzeugen. Das Geld für die Jugendarbeit, das hat er fast ganz alleine zusammengetrommelt. Und war er sehr beliebt im Club, oder? Ja, wie? Wusste genau, was jemand braucht. Herr Stötzner, wie lange könnte das hier drin liegen? Die werden jeden Abend geleert. Wer hat Zugang zu den Räumen hier? Nur die Mitglieder. Aber natürlich kann hier im Zweifel auch ein Fremder reinkommen. Die Mitgliederliste, die hätten wir gern. Ja. Vielleicht kann das Labor rausfinden, was da verbrannt wurde. 211. Könnte die Vorwahl von Düsseldorf sein. Das ist die Liste. Das sind alle Mitglieder, inklusive der Ehrenmitglieder und Junioren. Das ist übrigens Sophie Bremen, seine Tochter. Sie und ihre Stiefschwester Hanna hat er heute Morgen noch trainiert. Was machen Sie mit den Sachen von Werner? Kann ich Sie irgendwo in Ruhe sprechen? Ist was mit Papa? Sophie, geh doch schon mal vor. Ich komme gleich nach, okay? Gehen wir ins Clubhaus?
Sie sind keine Streifenpolizisten, also sind Sie von der Kripo. Also gab es keinen Unfall. Was ist mit meinem Vater? Er ist tot, oder? Ja, Papa, es tut uns leid. Wir können nicht ausschließen, dass ihr... Es kann sein, dass Ihr Vater ermordet wurde. Ich glaube, wir bringen Sie und Ihre Schwester jetzt erstmal nach Hause. So unter uns, ne? Hast du den Bremer eigentlich echt nicht gesehen? Was meinst du? Na, ich meine schon, ganz schöner Zufall, dass gerade wir den finden. Was soll denn heißen, gerade wir? Ey, Alter. Ich weiß doch, dass du mit dem Bremen Stress hattest. Kannst du mal aufhören, so eine Scheiße zu labern? Ich weiß, was ich weiß. Das ist mir egal, was du denkst. Du hörst auf, Scheiße zu labern. Hast du das kapiert? Hermann ist ja gut. Jetzt verpiss dich. Die werden mir doch Sophie nicht wegnehmen, oder? Sie meinen, weil sie nicht ihre leibliche Tochter ist? Nein, sie ist aus Werners erster Ehe. Und Hannah? Ich war vor Werner mit Hannah allein. Sie kennt ihren Vater gar nicht. Wir wollten das mit der gegenseitigen Adoption immer in Angriff nehmen, aber irgendwie... Body and Brain, Power Products, ist das von Ihnen? Ja, das sind Mikronährstoffe, Stoffwechselkuren. In 21 Tagen 5 Kilo abnehmen. Wie? Ist dir an Ihrem Mann irgendetwas aufgefallen? War er angespannt? Hat er von Problemen gesprochen? Nein. Nein. Unser einziges Problem war eigentlich zur Zeit Hannah, weil ihre Noten immer schlechter wurden. Der Spind Ihres Mannes wurde aufgebrochen. Hier ist eine Liste mit den Dingen, die wir darin gefunden haben. Sein Handy war nicht dabei. Ach so, nein, sein Handy hat er heute früh hier vergessen. Frau Wahl, sagen Ihnen diese Ziffern hier irgendetwas? Möglicherweise hat der Täter versucht, etwas zu vertuschen. Ja, schauen Sie doch mal. Das könnte doch zum Beispiel eine Vorwahl aus Düsseldorf sein. Es kann aber auch ganz einfach sein. Die Nummer eines Verzeichnisses. Ich sehe nach ihr. Mama? Mama, kann ich reinkommen? Alles okay? Alles gerade ein bisschen viel. Wie lange waren Sie verheiratet? 2 Jahre. Aber wir kannten uns schon 3. Hat das denn mit Ihrer kleinen Patchwork-Familie geklappt?
Sophie und Werner haben mir das erste Mal gezeigt, was eine richtige Familie ist. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Klingt ein bisschen kitschig, oder? Ich finde, das klingt schön. Das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Frau Wahl, als wir Ihnen eben die Ziffern vorgelegt haben, da hatte ich den Eindruck, dass Sie vielleicht wissen, was die bedeuten. Nein, leider nicht. Das kann ja alles sein. Ich meine, als Finanzberater hat er ständig mit Zahlen zu tun gehabt. Mhm. Hat Ihr Mann damit irgendjemandem Probleme? Nee. Gut, ich meine, wenn man in dem Geschäft arbeitet, dann gibt es sicher auch immer irgendjemanden, der unzufrieden ist. Wo könnten wir denn solche Unzufriedenen finden? In seiner Firma gibt es Unterlagen zu allen Kunden. Ich könnte seine Sekretärin zu Hause anrufen. Oh, das wäre lieb. Das wäre. Hm? Irgendwann hätte ich auch gerne mal so ein heile Welt-Familienfoto. Ich würde zu gern wissen, wie er das geschafft hat, dass sogar seine Stieftochter ihn mochte. Vielleicht war er einfach er selbst. Frau Brandt, ich dachte, Sie wollen mir helfen. Danke. Frau Tietz, seine Sekretärin, erwartet Sie in der Firma. Dankeschön. Ist das Handy Ihres Vaters? Das müssten wir mitnehmen. Mhm. Ja? Danke. Tun Sie mir einen Gefallen. Was denn? Versprechen Sie mir, den Typen zu fassen. Versprechen Sie mir das, dass Sie ihn finden. Sie haben noch nie einem Angehörigen was versprochen. Ich wollte dem Mädchen helfen, glaube ich. Sie wirkt gefasst, aber sie versucht stärker zu sein, als sie ist. Ja, aber wie schnell sie kapiert hat, dass was mit ihrem Vater passiert ist. Sie hat intuitiv deduziert. Ein präzise arbeitendes Gehirn ist auf. Ja. Ein präzise arbeitendes Gehirn ist ein Schutzschild gegen etwas, womit man sonst nicht klarkommen würde. Reden Sie jetzt von sich oder von dem Mädchen? Seltsam, Herr Simmel. Sie meinen das Deduzieren? Nein, wie die Mutter reagiert hat, als wir den Schnipsel mit den Zahlen vorgelegt haben. Na gut, die hat aber auch immerhin gerade ihren Mann verloren, ne? Ja, vielleicht. Jedenfalls scheint das keine Nummer aus seinen Kontakten zu sein. Hallo, guten Tag. Petit? Ja. Weder Aktennummer noch Vorgangsnummer oder Fondsnummer. Erst recht keine Telefonnummer. Diese Zeilenkombination haben wir nicht in unserer Datenbank. Wenn es sein musste, hat er auch noch mit den beiden die Hausaufgaben gemacht. Oder mit ihnen ein Referat vorbereitet. Nicht nur in seinem Job war er ein Perfektionist. Es gibt da auch Perfektionisten, die Fehler machen. Es gab doch sicher auch Kunden, die nicht mit seiner Arbeit zufrieden waren. Er hat sich seinen Job wirklich nicht einfach gemacht. Die meisten seiner Kollegen wollen nur verkaufen und die Provision einstreichen. Er hat manchmal bis in die Nacht hier gesessen und an den besten Strategien für seine Kunden gearbeitet. Hatte er Kunden, die nicht gut auf ihn zu sprechen waren? Niemand, der ihn deshalb umbringen würde. Ach, wissen Sie, die Leute bringen sich aus ganz, ganz niederen Gründen um, weil manche Leute noch... Herr Brehm meinte zwar, man solle das nicht überbewerten. Ich hab's trotzdem behalten. Was ist das? Eine Speicherkarte. Mein lieber Brehm, jetzt rufe ich zum dritten Mal an. So läuft das nicht. Ich denke, wir waren bisher ein gutes Team. Die Ergebnisse haben gestimmt für Sie und für mich. Und jetzt trage ich plötzlich das Risiko ganz alleine. Da hätten Sie mich verdammt nochmal aufklären müssen. Das ist Ihnen wohl klar. Ich erwarte, dass Sie sich melden. Oder wir klären das mit dem Anwalt. Sie wissen, wer das ist? Max Holz, der Inhaber und das Gesicht von Matthäus Bektiv. Er betreibt mehrere Wetterstationen und hat das Online-Portal in puncto Vorhersagen. Hat er viele Taler verloren? Ich glaube, es ging um Schiffsfonds. Lange Zeit galt er als der Fonds mit der höchsten Rendite. Ah, dann ist er abgesoffen, nicht wahr? Nämlich. Herr Holz kannte das Risiko. Herr Brehm nahm das mit der Aufklärung sehr ernst. Warten Sie mal einen Moment, Frau Mann. Kim! Kim! Was nur hier? Ja, nach was sieht's denn aus? Weiß es deine Mama? Nein, noch nicht. Ich sag sie, wenn's schön geworden ist.
Okay. Du kannst dir nicht irgendein Tattoo stechen lassen. Du kannst mich ja gerne beraten. Ich möchte was wirklich Krasses. So kein Mädchenkram. Auf keinen Fall Tiere oder irgendwas mit China. Nein, ich meine, du kannst dir gar kein Tattoo stechen lassen. Sowas verunstaltet dich ein Leben lang. Außerdem bist du viel, viel zu jung. Ja, warst du bei deiner Schildkröte da? Du läufst bei uns halbnackt durch die Wohnung. Weißt du was, wir brechen das Ganze hier mal an. Komm. Hey, nein! Was? Ich dachte, du willst mein neuer Vater werden. Ich will... Bei 2:0, würde ich sagen. Herr Simmel, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob wirklich das Mädchen das Problem ist? Wieso, wer denn sonst? Ist denn Ihre neue Freundin schon über den Vater des Mädchens hinweg? Töchter haben da ein Gespür für? Naja, am Kühlschrank hängen noch Fotos. Also auch von ihm. Herr Holz? Bitteschön. Dankeschön. Max Holz, guten Tag. Marie Brandt, Kripo Köln, mein Kollege Jürgen Simmel. Hey, grüß dich. Ja, meine Assistentin hat Ihnen sicher gesagt, dass mein Arbeitstag eng getaktet ist. Das Wetter macht keine Pause. Danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen. Sicher. Das mit Herrn Brehm ist ein echter Schock für mich. Zuletzt waren Sie mit seiner Arbeit nicht mehr so zufrieden. Wieso? Naja, Sie haben viel Geld verloren und dann haben Sie ihn bedroht. Lynn, würden Sie uns einen Moment alleine lassen? Sie meinen sicher meinen Anruf? Ja. Das ist mir wirklich peinlich. Ich habe Geld verloren. Viel Geld sogar. Also, ich lasse mich sonst nicht so gehen. Aber das ist doch Wochen her. Warum haben Sie Brehm mit dem Anwalt gedroht? Ich denke, wir hatten da unterschiedliche Auffassungen, was die Aufklärung über mögliche Risiken angeht. Sie haben die Sache nicht weiterverfolgt? Habe ich überlegt, aber juristisch würde meine Klage wohl auf wackeligen Füßen stehen. Es gab ein Beratungsprotokoll, aber plötzlich war meine Kopie nicht mehr da. Ach, und dann haben Sie probiert, an das Originalprotokoll ranzukommen, nicht wahr? Ich meine, ich sehe da eine kleine Verletzung an Ihrem Finger. Vielleicht haben Sie ja mit Gewalt versucht, den Spind zu öffnen. Nein, was soll denn das? Von einem Spind weiß ich nichts. Was haben Sie denn heute Vormittag alles so gemacht? Ich war hier natürlich. Ich hatte ein Treffen mit meinen Auftraggebern von den Landesmedienanstalten. Und danach? Danach hatte ich eine Videokonferenz mit einer meiner Subfirmen in Bangladesch. Ja, ich komme. Entschuldigung. Wir werden Ihren Terminkalender überprüfen. Selbstverständlich. Ich begleite Sie noch nach draußen. Es sieht tatsächlich aus wie Schmetterlingsflügel. Das ist ein mathematisches Modell. Der Lorenzer Traktor im dreidimensionalen Phasenraum. Nicht lineare Dynamik und Chaos. Ja, genau. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich wieder. Danke. Sie fanden den Mann doch wohl nicht etwa attraktiv. Er ist klug und spricht in ganzen Sätzen, Herr Simmel. Das ist doch schon mal was. Der hat Sie eingelullt mit seinem Gequatsche, dieser Attraktor. Wir haben den Terminkalender von seiner Assistentin. Und jetzt sehen wir mal, ob er gelogen hat oder nicht. Haben Sie denen meinen Terminplan gegeben? Ja, und die Firmennummer in Bangladesch. Und wer hat Ihnen gesagt, dass Sie die Telefonnummern rausgeben sollen? Tut mir leid. War das falsch? Nein, natürlich nicht. Mr. Wyatt, yes. Okay, what time he comes back? Could you give me his mobile number, please? Okay, I'll wait. Brehm hat einige Mitglieder betreut, aber von denen war zur Tatzeit keiner im Club. Außer Stötzner. Stötzner? Ist kein aktiver Kunde mehr, hat allerdings vor einigen Jahren mal 20.000 investiert. Dann habe ich mir die Fonds angeschaut und die sind heute keine Million Mark mehr wert. Yes, still waiting. Ja. Was verdient so ein Hausmeister wohl? Das ist nicht das ist Zeugwart, Frau Brandt. Zeugwart, das ist. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls nicht viel. No, it's very important. Please tell him to contact me as soon as possible, please.
Okay? Thank you. Und? Mr. Vallette ist nicht zu erreichen. Aber die Firma in Zittergong, die hat bestätigt, dass es die Videokonferenz gab. Dann machen wir doch mal einen Ausflug an den See, Herr Simmel. Kommen Sie. Hallo. Hallo, Sven. Schlesner. Sie haben uns ja gar nicht erzählt, dass Sie auch mal Kunde von Herrn Brehm waren. Ja. Also, nein. Wieso fragen Sie? Ja, Sie haben 16.000 Euro verloren, für die wahrscheinlich Brehm auch noch Provision kassiert hat. Naja, das war nicht gerade die beste Entscheidung meines Lebens. Man hört auch immer, dass man privat vorsorgen soll. Das reicht mit einem behinderten Kind. Ja, jedenfalls Brehm hat mir eine konservative Anlagestrategie empfohlen. Es gab aber auch eine dynamische Variante. Dynamisch klingt auch viel besser als riskant, also haben Sie dynamisch genommen. Nee, aber die anderen im Club haben es gemacht. Und nach einem Jahr hatten die fast 45% Gewinn eingefahren. Und dann haben Sie nachgelegt, dynamisch. Ja, und dann kam die Lehman-Pleite. Und dann war alles weg. Ja, das Geld war nicht mal meins, hatte ich mir geliehen. Und dann hatten Sie einen Hals auf Bremen. Moment mal, das war damals meine Entscheidung. Der Brehm, der hat mich immer fair behandelt. Ich habe da nichts mit seinem Tod zu tun, das ist klar. Sie wollen uns weismachen, dass Sie nicht sauer auf ihn waren? Und, selbst wenn ich sauer gewesen wäre, ohne ihn würde doch hier im Club gar nichts mehr gehen. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nicht mal mehr diesen Job. Außerdem habe ich heute Vormittag die Regatta vorbereitet. Der gesamte Club hat mich dabei gesehen. Frau Brandt, wissen Sie, was mich irritiert? Mhm. Egal, was passiert, jeder ist gut Freund mit Herrn Brehm. Ja, das stimmt. Naja, also so. Was naja, also? Luca hatte Ärger mit ihm. Luca Bastek, der junge Mann, der die Leiche gefunden hat? Ja. Weshalb? Keine Ahnung. Vielleicht wegen Hanna. Luca ist scharf auf die. Das wusste jeder im Club. Wo ist das Problem? Ich weiß es nicht. Na, du musst doch wissen, wie er aussah. Du hast ihn doch gefunden. Ja, schon. Ja, aber dann sag's mir bitte. Ich will wissen, was mit ihm passiert ist. Ob er gelitten hat. Das ging alles so schnell. Hast du schon gehört, ob sie jemanden Verdacht haben? Nein. Alles bleibt so, wie wir es besprochen haben, okay? Dir wird schon nichts passieren, da bin ich mir sicher. Hallo, Hanna. Er ist gut, nicht? Er ist Favorit für das Rennen der U21. Sie beide sind ein Paar. Buschfunk, verstehe. Na, und stimmt's denn? Ich mag ihn. Sagen Sie, Ihr Vater, hatte er mit Luca Probleme? Hat ihm das auch Stürzner erzählt? Wir müssen nicht alles glauben, was der sagt. Hanna, warten Sie doch. Mama und Sophie sitzen zu Hause und heulen. Ich dachte, Rudan hilft. Aber hier starren mich alle nur an, als wäre ich krank. Ich habe die Primzahlen rein in ihrem Zimmer gesehen, Hanna. Das ist doch höhere Mathematik. Sowas nimmt man doch nicht in der Schule durch, oder? Nein, interessiert mich einfach. Wieso haben Sie denn Probleme in der Schule? Meine Eltern denken, ich habe die. Und was denken Sie? Naja, ich weiß, was der Lehrer von mir hören will. Aber es ist doch langweilig. Warum sollte ich auf eine Frage die Antwort geben, die von einem erwartet wird? Ja.
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ganz schön anstrengend, wenn dann nicht mal die eigenen Eltern verstehen. Die Hölle. Ja? Nein, Werner. Werner war schon okay. Sie wissen also nicht, warum Ihr Vater und Luca sich gestritten haben? Nein, wie auch. Ich war ja nicht dabei. Wo waren Sie denn? Ich war unter der Dusche. Als ich mit Sophie zurückkam, war Werner schon weg, seine Tour machen. Ich bin dann mit Luca und ich, wir sind dann hinters Bootshaus. Dann kam auch sie schon irgendwann hier an mit ihrem Kollegen. Ich wusste nicht, dass mein Papa in der Zwischenzeit. Mein Vater ist tot. Meine Familie zerbricht jetzt wieder. Alles, was wir uns in den letzten 2 Jahren aufgebaut haben, ist einfach für den Arsch. Scheiße, das fang ich auch schon an. Irgendwas wird seltsam in der Familie, Herr Simmel. Sicher, die stehen unter Schock, aber da ist noch was anderes. Die wissen auf jeden Fall mehr, als sie uns sagen. Ihnen ist extrem wichtig, dass wir wissen, was für ein toller Mensch Werner Brehm war. Glauben Sie, dass, was die Mutter uns verschweigt, belastet Werner Brehm wahlweise Luca? Ja. Vielleicht finden wir über Hannah einen Zugang zur Antwort. Miss Neumann-Klug ist das. Die spielt sich doch nur auf. Hör ich dir einen leisen Vorwurf im Unterton, Herr Simmel? Sie sind doch nicht etwa eifersüchtig? Auf diese Göre? Na, ich dachte ja nur. Vielleicht lassen Sie mich das nächste Mal ganz alleine mit dem Mädchen reden, ja? Mit ihr muss man behutsam umgehen. Wieso? Trauen Sie mir das nicht zu, oder was? Selbst wenn Luca ein Alibi hat, sollten wir sein Verhältnis zu Brehm überprüfen. Ich will wissen, worüber die beiden gestritten haben. Was glauben Sie, was ich hier gerade mache? Keine Vorstrafen, kein Eintrag, gar nichts. Simmel? Okay, danke schön. Danke. Frau Brandt, Ihr Liebling steht unten. Hanna. Ich gehe sie mal holen. Herr Simmel, ich möchte... Hallo. Ja, das Ding hat einen Wackelkontakt. So wird das nichts. Geht das Haus? Danke. Ich hab auch mal eine Frage. Ich kenne ein Mädchen, so wie Sie. Und die mag mich nicht. Und ich würde aber gerne, dass sie mich mag. Wie sind Sie denn drauf? Nein, ich mag die Mutter. Also ich würde gerne mit der Mutter. Das können Sie knicken, die will sie nicht, nie im Leben. Woher wollen Sie das wissen? Schauen Sie sich doch an, Sie sind alt und hässlich. Wie meinst du das jetzt? Provozieren lassen Sie sich ja wie ein Amateur. Ich dachte, Sie sind Profi. Herr Simmel, bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Komm. Schieben Sie es einfach darauf, dass mein Vater gerade gestorben ist. Hanna. Es tut mir leid, ich war vorhin vielleicht etwas zu emotional. Das ist doch nachvollziehbar. Kein Problem. Kommen Sie rein, bitte. Jürgen. Hey, das war lieb. Dankeschön. Ich will, dass Sie den Mörder finden. Vielleicht kann ich ja irgendetwas tun. Haben Sie schon etwas, das Sie weiterbringen könnte? Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Aber Sie finden den Mörder. Ja. Hanna, Sie können offen zu mir sein. Ich sehe doch, dass Sie was bedrückt. Ich... Werner war das Beste, was mir und meiner Mama passieren konnte. Aber er war natürlich auch kein Heiliger. Wenn jemand so erfolgreich ist wie er, dann macht er irgendwann auch Fehler. Dann tut er auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Sicher wollte mein Vater nichts Falsches tun, ganz bestimmt nicht. Sprechen Sie von seiner Beratertätigkeit oder von Ihrer Familie? Hanna, was immer es ist, es wird Ihnen gut tun, darüber zu sprechen, glauben Sie mir.
leid, ich kann nicht. Hanna! Hanna! Hui, ist sie schon wieder weg? Das stimmt was nicht, sie ist vollkommen verstört. Mir kam sie ziemlich dreist vor. Herr Simmel, jetzt reißen Sie sich mal am Riemen, ja? Das Mädchen ist verstört, sie braucht unsere Hilfe, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie wollten doch wissen, wie man mit Teenagern klarkommt, dann nehmen Sie sich mal ein bisschen zusammen und geben sich Mühe. Frau Brandt? Herr Simmel? Ich habe da was, was Sie interessieren könnte. Was ist hier denn los? Dicke Luft? Kleiner Dissens über den Ermittlungsansatz, schätze ich. Aha. Etwas, wobei ich helfen kann? Na gut, wie Sie meinen. Ich habe mich mal um diesen Holz gekümmert. Interessiert sich jemand dafür, was es mit dieser Wetterfirma auf sich hat? Oh ja, klar. Also, der Auftrag, die Landesmedienanstalt mit Wetterdaten zu bestücken, wird regelmäßig neu ausgeschrieben. Bislang hat immer die Firma von Holz den Auftrag bekommen, aber dreimal dürfen Sie raten, was diesmal passiert ist. Holz wurde von einem Konkurrenten unterboten? So ähnlich. Die Medienanstalten verlangen von ihrem Vertragspartner eine Bürgschaft, und zwar in Millionenhöhe. Und diese Bürgschaft hat ihm seine Hausbank jetzt verweigert. Holz versucht seitdem, die Vertreter der Medienanstalten davon zu überzeugen, auf diese Bürgschaft zu verzichten. Ist ihm das gelungen? Das konnte mir meine Quelle nicht sagen. Hm. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass er mit seinem Gequatsche versucht, irgendwas zu überspielen. Was, wenn er die nicht überzeugen konnte? Dann wäre seine Firma vermutlich bald insolvent. Und Holz ist davon überzeugt, dass Bremen für sein finanzielles Desaster verantwortlich ist. Na also, da hätten wir doch ein Motiv. Könnte er denn am Tatort gewesen sein? Naja, zur fraglichen Zeit war er in einer Videokonferenz mit einem Geschäftspartner. Insofern... Gehen wir mal davon aus, dass diese Konferenz kürzer war als behauptet. Wie lange braucht man denn von seiner Firma zu diesem Club? 50 Minuten hin und zurück. Selbst wenn man zügig fährt. Da sind der Mord und das Aufbrechen des Spinns noch nicht einbezogen. Außerdem warte ich auf den Rückruf des Geschäftspartners, der mir genau sagt, wie lange die Videokonferenz gedauert hat. Ja, sehr gut. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie wenigstens meine Arbeit zu würdigen wissen. Meine Herren, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie sich nichts draus, Herr Simmel. Das ist wie in der Ehe. Erst wenn man sich streitet, weiß man, was man wirklich voneinander hat. Bis schönen Abend. Tschö. Tschö. Ich halte die Situation zu Hause einfach nicht mehr aus. Kann ich reinkommen? Nein. Nein, tut mir leid, es geht nicht. Okay. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Primzahlen. Ich habe mich lange gefragt, warum sich meine Eltern so gut verstehen. Jetzt weiß ich's. Und? Da haben sich zwei getroffen, die mit den Sehnsüchten der Menschen spielen. Inwiefern? Hier, Wasser. Danke. Na, hier der Traum vom schnellen Geld und da der Traum vom perfekten Körper. Hauptsache, die Oberfläche glänzt. Und Sie mögen das nicht so? Naja, die machen es schon gut so. Am Ende verdienen sie damit einen Haufen Geld. Mama hat mit den neuen Stoffwechselkuren perfekt den Nerv der Zeit getroffen. Sie kommt gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Nachfragen. Sie war den ganzen Morgen beschäftigt im Haus. Woher wissen Sie, dass Ihre Mutter am Vormittag zu Hause war? Ich habe sie angerufen vom Club aus auf dem Festnetz. Hanna, warum erzählen Sie mir das? Sind Sie der Meinung, dass Ihre Mutter ein Alibi braucht? Nein, ich dachte, das wäre nur vielleicht wichtig.
Wollen Sie nicht lieber du sagen zu mir, Frau Brandt? Ich komme mir irgendwie so albern vor. Ich bin ja noch nicht mal 18, okay? Again and again I try to reach him. Please tell him to call me back, okay? Thank you. Herr Simmel, was machen Sie denn noch hier? Das war Bangladesch. Versuchen Sie, Ihre Probleme mit Arbeit zu ertrinken? Und Sie? Satteln Sie um auf Eheberater? Was hilft? Vielleicht können Sie mir wirklich helfen. Es geht um die Tochter einer Freundin. Aha, und die ist der Grund für Ihren Kummer mit Frau Brandt? Nee, da geht es zwar auch um einen Teenager, aber das ist viel komplizierter. Nein, eigentlich geht es darum, dass ich die Tochter meiner Freundin für mich gewinnen möchte. Okay, verstehe. Ja, da brauchen Sie ein todsicheres Geschenk. Das klingt exorbitant. Sehen Sie, das ist wie beim Profiling. Denken Sie wie der Täter. Versetzen Sie sich in die Psyche eines Teenagers. Was möchte eine Halbwüchsige? Sex. Sie vielleicht als Junge, aber die Mädchen. Alkohol, Drogen. Ja, gut, wie Sie meinen. Aber fassen Sie das Ganze doch mal etwas allgemeiner. Teenager wollen was Verbotenes. Gut, dann werde ich Kim was Verbotenes schenken. Das ist... Danke, Herr Engler. Danke. Arme. Hanna, du hattest angedeutet, dass dein Stiefvater etwas gemacht haben könnte, was nicht in Ordnung war. Sagen Sie nicht Stiefvater, für mich war er mein Vater. Ja, gut. Also er und Luca hatten Streit. Könnte es sein, dass Luca etwas über ihn wusste, was deinen Vater in Schwierigkeiten hätte bringen können? Sie glauben doch nicht, dass Luca ihn umgebracht hat. Luca ist großartig. Er ist immer für mich da, egal was ist. Worüber haben die beiden gestritten? Keine Ahnung. Werner hatte viele Talente. Er war klug, konnte Menschen für sich einnehmen. Das wusste er auch. Vielleicht ist es da irgendwann normal, wenn man sich für unfehlbar und unwiderstehlich hält. Wie meinst du das, Hanna? Mama ist nicht da. Ist nicht so schlimm. Wie bist du überhaupt unten reingekommen? Im Polizist. Schon vergessen? Kann ich drin warten? Ich weiß nicht. Aber ich habe doch auch schon mal deine Mutter in der Küche gewartet. Du hast auch schon in ihrem Bettchen geschlafen. Aber dann hat sie dich weggeschickt. Ich hab was für dich. Lady Gaga. Ja, das wird eine Hammersause. Hui! Verstehe. Du willst mich also bestechen. Ja. Ich will aber auch, dass du mir eine Chance gibst. Ich überleg's mir. Gut. Hanna, wenn dein Vater Dinge gemacht hat, die nicht richtig sind, dann sollten wir darüber reden. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich muss alleine damit klarkommen. Hat er dich jemals angefasst? Ich bin kein kleines Mädchen mehr, okay? Wir beide wissen genau, was das bedeutet. Nehmen wir mal an, er hätte mich missbraucht. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Hanna. Weil du da nicht mehr alleine kämpfen musst. Ich weiß genau, was passiert, wenn man zum Opfer gestempelt wird. Die Fragen, die Untersuchungen. Mein Vater hat mir nichts getan. Mir geht's gut. Kann es aber sein, dass Luca oder deine Mutter dachten, dein Vater hätte etwas gemacht? Woher weiß ich, dass ich ihnen trauen kann? Du hast doch recht, das stimmt. Das kannst du nicht wissen. Du kennst mich ja kaum. Aber du wärst nicht hier, wenn du nicht das Gefühl hättest, dass ich dir helfen will, oder? Wenn du mich besser kennen würdest, dann wüsstest du, warum ich Polizistin geworden bin. Wenn ich mal Zweifel habe oder keine Energie mehr, dann stelle ich mir die Opfer vor und die Angehörigen und was die wohl von mir erwarten würden. Das hört sich toll an.
Aber wissen Sie wirklich, was die Opfer brauchen? Ich glaube schon. In meinem Beruf stellt man sich sehr oft die Frage, wie viel man bereit ist zu riskieren. Da war dieser Mann, der hat ein Mädchen entführt und getötet. Und der Polizist, der ihn verhaftet hatte, hatte einen formalen Fehler begangen. Das bestand die Möglichkeit, dass der Mörder freikommt. Ich bin dann zu ihm hin und habe ihm ganz langsam meine Waffe an den Kopf gehalten. Er hat gelacht und meinte, ey, du bist doch Polizistin. Und ich habe gesagt, ja, genau. Deswegen weiß ich auch, was morgen im Unfallprotokoll stehen wird, wenn du tot bist. Ich hatte hochgepokert und er ist eingeknickt. Ich habe meinem Chef bis heute nicht erzählt, wie ich an das Geständnis gekommen bin. Es ist kein Verrat, das Richtige zu tun. Du kannst mir wirklich sagen, was passiert ist. Kann Frau Wahl, hier ist Marie Brandt. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Tochter Hanna ist bei mir. Sie ist auf dem Sofa eingeschlafen. Sie kann hier bleiben, aber wenn Sie sie morgen so bis 7 Uhr abholen könnten. Guten Morgen. Möchtest du einen Kaffee? Mhm. Und was machen wir heute? Wir machen heute gar nichts. Ich muss gleich los, deine Mutter kommt dich holen. Bitte. Hanna. Hanna, du bist noch keine 18. Deine Mutter muss... Deine Mutter ist eine Verrückte. Und sie sind eine Verräterin. Sie bin ich doch nur ein dummes Mädchen, was Sie aushorchen wollen. Das Mädchen, Hanna. Sie war heute Nacht bei mir. Sie haben die Angehörige eines Opfers bei sich schlafen lassen? Während der laufenden Ermittlung? Ich tue, was nötig ist, Herr Simmel. Frau Brandt, was ist mit Ihnen los? Soll ich Ihnen jetzt ernsthaft erklären, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen? Hanna hat angedeutet, dass Ihr Vater irgendwas gemacht hat. Es kann sein, dass in der Familie Missbrauch vorliegt. Außerdem hat sie versucht, ihrer Mutter ein Alibi zu geben. Aber Frau Wahl hat doch gesagt, dass sie den ganzen Vormittag alleine zu Hause war, ohne Zeugen. Ja, eben. Hanna scheint etwas über ihren Mann zu wissen, worüber sie mit uns entweder nicht reden kann oder nicht reden will. Was soll das sein? Sagen Sie es uns. Ich habe keine Ahnung. Hanna wirkt auf uns sehr labil. Kann das sein, dass Ihr Mann, also hypothetisch gesprochen, versucht hat, bei ihr zu landen? Da Hanna das behauptet? Nicht explizit. Mein Mann stand nicht auf Kinder. Mein Mann stand auf mich. Ich denke, dass Sie jetzt gehen können. Frau Wahl, Ihre Tochter ist klug und sehr schnell im Kopf, aber auch extrem schwankend in ihren Stimmungen. Haben Sie mal einen Test machen lassen?
für ein Test? Ein IQ-Test. Ich glaube nicht, dass Hannas Probleme daher kommen. Ich denke, sie kann jetzt gehen. Hat Hanna versucht, sie gestern Vormittag anzurufen? Nein. Danke. Hanna, hast du der Polizei irgendwas über Werner erzählt? Was hast denn du da gesagt? Nichts. Begreifst du, was für eine Situation du uns damit bringst? Ob du das begriffen hast, will ich wissen. Hanna, wir müssen zusammenhalten. Weswegen haben Sie mit Werner Bremen gestritten? Wegen Hanna? Gestritten? Mhm. Es gibt einen Zeugen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich meine, ich bin nicht der Womanizer vom Herrn, aber so wie sich Hanna angestellt hat, habe ich schnell kapiert, dass es nicht nur an mir liegen kann. Das heißt, Sie wollten bei ihr landen, aber sie hat rumgezickt, ne? Es hat Wochen gedauert, bis ich sie das erste Mal küssen durfte. Und ich glaube, das lag an ihm. Sie hat da so Andeutungen gemacht, aber sie wollte auf keinen Fall, dass ich was unternehme. Dann haben Sie Bremen gewarnt, dass er seine Tochter in Ruhe lassen soll, oder? Er hat gesagt, ich spinne und dass ich mich da aushalten soll. Hanna hat das mitbekommen, war total sauer auf mich, aber auch stolz. Irgendwie hat sie mich danach mit anderen Augen gesehen. Mit anderen Augen gesehen? Inwiefern? Wir sind dann hinters Bootshaus gegangen. Wir haben da so einen Platz, den sonst keiner kennt. Auf jeden Fall war da dieser Typ, der hat uns gestört. Wer? Ich weiß nicht, so ein Dunkelhaariger. Ungefähr 50, kräftiges Kinn, schicker Anzug. Ich weiß nicht, was er da wollte. Moment mal. Kann es der Mann gewesen sein? Ja, das ist er. Max Holz. Der hat sie beobachtet. Also ich glaube nicht, dass das ein Spanner war, weil der auch sofort verschwunden ist, als wir ihn entdeckt haben. Der Typ aus Bangladesch hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich denke, heutzutage ist immer jeder und überall zu erreichen, Herr Sibyl. Geben Sie mal seine Nummer. Ja, Frau Brandt, hm? K.K. Simmel, Kripo Cologne. Mr. Weyer, please. Entschuldigung, nein. Ich rufe Sie gleich zurück, ja? Herr Holz, Ihre Videokonferenz ist nach 5 Minuten wegen technischer Probleme zusammengebrochen und wurde erst heute Morgen zu Ende geführt. Ja. Und? Da gibt es eine Lücke von 85 Minuten. Und in dem Zeitraum hat sie niemand hier in der Firma gesehen. Aber in diesem Zeitraum hat sie einen Zeuge im Ruderclub gesehen. Da hat sich der Zeuge wohl getäuscht. Ich war noch nie in diesem Club. Ja, bisschen mau für ein Alibi, ne? Dann weisen Sie mir doch erstmal nach, dass ich eins brauche. Also, wenn Sie ein bisschen mehr haben als eine Terminverschiebung, dann kommen Sie gerne wieder vorbei. Kann sein, dass der Staatsanwalt Ihre Meinung noch teilt, aber wir bleiben dran. Dankeschön. Holz, geben Sie mir Herrn Dr. Rohrbach mit. Was machst du hier? Was suchst denn du da? Papa hat mir von einem Safe erzählt, den er im Büro hat. Was denn für ein Safe? Und was soll da drin sein? Keine Ahnung. Wenn der Mörder irgendwas gesucht hat, was er nicht gefunden hat, dann muss das in dem Safe sein. Ich helf dir. Den Schlüssel? Darf ich mal sehen? Das geht dich nichts an. Ich wollte den mir auch nur mal angucken. Das ist mein Schlüssel und du hast mir überhaupt nichts zu sagen.
Was ist das denn jetzt? Werner war mein Vater. Zum Glück ist das Mädchen nicht gestorben. Ist jetzt im Krankenhaus. Und keiner hat was gesehen? Der Fahrer selbst steht noch unter Schock. Er hat aber behauptet, dass das Mädchen auf die Straße gestolpert ist. Sieh mal, man stolpert doch nicht einfach so auf die Straße. Wütende Kunden, die glauben, ihr Finanzberater habe sie um ihre Existenz gebracht, ist es nachvollziehbar. Ein Stiefvater, der Stieftochter nachstellt, alles möglich. Aber warum versucht jetzt jemand, die Tochter anzugreifen? Vielleicht müssen wir in eine andere Richtung denken. Na, vielleicht. Wie geht's ihr? Sie schläft. Sie hat so unfassbares Glück. Sie sagen können, wie das passiert ist? Wir kriegen das wieder hin. Ach, das ist alles ein einziger Albtraum. Ich mache mir so Vorwürfe, aber ich kann ja ein 16-jähriges Mädchen nicht den ganzen Tag überwachen. Nein. Was hat Sophie denn in der Innenstadt gewollt? Ach, sie war total aufgedreht. Sie hat den Schlüssel vom Bürosafe ihres Vaters gefunden. Oh, das check ich mal. Ja. Hallo, Sophie. Kann ich dich etwas fragen? Ja. Du weißt, was passiert ist? Jemand hat mich gestoßen. Was? Du bist dir ganz sicher? Weißt du, wer das gewesen sein könnte? Nein. Was hast du denn im Safe gefunden? Wo ist der Rucksack? Was für ein Rucksack? Da war ein Kistchen im Safe mit meinem Namen drauf und das habe ich mitgenommen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass meine Kollegen den Rucksack mitgenommen haben. Was war in dem Kästchen denn drin? Keine Ahnung. Ich wollte es mir in Ruhe zu Hause anschauen. Es könnte doch sein, dass der Täter es auf den Rucksack abgesehen hat und nicht auf das Mädchen. Vielleicht hat er im Club nicht gefunden, was er gesucht hat. Den Speicherchip haben wir im Safe von Bremen gefunden. Wenn es Holz war, dann hat er vielleicht das Protokoll gesucht, mit dem er Bremen auf Schadensersatz verklagen wollte. Warum sollte Bremen ein Protokoll aufbewahren, das ihm einen gravierenden Beratungsfehler nachweist? Frau Brandt. Hier, das ist eine sogenannte Dashcam, eine Unfallkamera. Sowas haben immer mehr Leute in ihrem Auto, weil im Falle eines Unfalls... Wir sind auch bei der Polizei. Jedenfalls, das könnte Brems Auto sein. Ja. Das ist doch Sven, stört's noch so. Aber es wird noch interessanter. 20.000, nochmal 20.000. Bremen hat halt in Fonds investiert. Das ist ja nichts Ungewöhnliches für einen Finanzberater. Nein, aber das ist sein Privatkonto. Und diese Fonds sind bei Stützen im Depot gelandet. Das muss mit dem Unfall zusammenhängen. Hallo, Sven.
Lando Rocker. Vorsicht, Herr Simmi. Herr Stützner, warum haben Sie uns verschwiegen, dass Herr Brehm bei einem Autounfall Ihren Sohn verletzt hat? Er hatte keine Schuld. Er hatte keine Schuld. Aber er hat ihn für 40.000 Euro Fondseinteile gekauft. Ist das nicht komisch, dass das genau einen Tag nach dem Unfall passiert? Einfach so? Brehm wollte was gut machen. Auch wenn er juristisch natürlich im Recht war. Sven hatte Schmerzen, er schrie wie verrückt. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Brehm wirklich ein anständiger Kerl war. Wirklich, jetzt glaube ich wirklich. Aber was ich nicht glaube, ist, dass er einfach so 40.000 Taler auf den Tisch gelegt hat. Er hat die Fonds von einem Konto bezahlt, das nirgendwo in seinen Geschäftsunterlagen zu finden ist. Und die Belege zu diesem Vorgang hat er in seinem Tresor versteckt. Herr Stötzner, es ist doch ganz offensichtlich, dass Brehm diese Angelegenheit geheim halten wollte. Und Sie wissen warum. Ich saß an dem Nachmittag mit Brehm noch lange im Clubhaus zusammen. Wir mussten über den neuen Steg sprechen und da kam der Anruf, dass Sven den Unfall hatte. Brehm war gar nicht der Fahrer. Nee. Sophie ist gefahren. Sie hatte sich den Wagen einfach geschnappt, um eine Spritze zu machen. Ja. Aber Brehm hat mich gebeten, sie da rauszulassen, ehe ich die Zukunft zu verbauen. Sophie, die Hallo. Polizei. Ach, die Polizei hat Fragen zu dem Unfall mit Sven. Wieso das denn jetzt? Warum lässt du dir das gefallen, Mama? Was hat denn jetzt der Unfall mit dem Tod von Papa zu tun? Möglicherweise hat jemand versucht, Sophie zu töten. Und der Tod eures Vaters könnte in direktem Zusammenhang damit stehen. Es tut mir so leid, dass das völlig absurd da Sophie mit reinzuziehen. Sie hat auch nichts mit dem Mord zu tun. Hanna, ist gut. Sophie hat das Auto gefahren, ja, okay. Aber sie hat das auch bitter bereut. Hat sie nicht eine zweite Chance verdient? Außerdem bin ich auch daran schuld. Sie immer damit aufgezogen, dass sie sich nie was traut. Dabei wollten wir nur auf dem Clubgelände rumfahren. Du warst bei dem Unfall dabei? Ja, ich habe Papa sofort danach angerufen. Er hat sich dann um alles gekümmert. Ich finde es toll, wenn Eltern so für ihre Kinder einstehen. Sophie, möchtest du noch etwas dazu sagen? Das war dumm. Da vorne liegt sie. Es scheint bisher noch niemandem aufgefallen zu sein, aber das ist die Regenjacke von dem Brehm. Ich dachte, es könnte wichtig sein. Ja, danke. Sie haben sie noch nicht angefasst, oder? Nee. Mein lieber Brehm, ich denke, Sie sind einen Schritt zu weit gegangen. Ich werde nicht hinnehmen, dass ich immer die Zeche zahle. Ich erwarte, dass Sie sich an dem Verlust zur Hälfte beteiligen. Bringen Sie mir 30.000 bis morgen 10 Uhr. Ich denke, das regeln wir unter uns. 10 Uhr ist auch der ungefähre Todeszeitpunkt, den die Rechtsmedizin ausgerechnet hat. Gibt es einen Anhaltspunkt, von wem dieser Brief sein könnte? Nein, aber es gibt ein paar Auffälligkeiten. Jeder Mensch bedient sich einer eigenen Sprache. Das ist fast so unverwechselbar wie unsere eigene DNS. Und wir haben den Drohanruf von Holz mit dem Brief abgeglichen. Mein lieber Brehm, jetzt rufe ich zum dritten Mal an. So läuft das nicht. Ich denke, wir waren bisher ein gutes Team. Die Ergebnisse haben gestimmt für Sie und für mich. Jetzt trage ich plötzlich das Risiko ganz alleine. Da hätten Sie mich verdammt nochmal aufklären müssen. Das ist Ihnen wohl klar. Ich erwarte, dass Sie sich melden. Holz benutzt so ein paar Lieblingsredewendungen wie ich denke oder ich erwarte und dann diese auffällige Anrede, mein lieber Brehm. Und diese linguistischen Beweise sind auch vor Gericht verwertbar? Mhm. Die Schifffonds haben Sie ein Vermögen gekostet. Und jetzt steht dann noch Ihre Firma vor der Insolvenz. Also haben Sie sich einen Schuldigen gesucht. Werner Brehm, wir haben Motiv, Gelegenheit und Zeugen. Sie sind eine ausgesprochen kluge Frau. Aber in diesem Fall irren Sie sich. Weder habe ich einen Schuldigen gesucht, noch steht meine Firma vor der Insolvenz. Wenn Sie aber keine Geldschwierigkeiten haben, wieso verlangt denn die Landesmedienanstalt eine Bürgschaft von Ihnen? Wer sagt Ihnen, dass ich eine Bürgschaft brauche? Hören Sie.
Ich bestreite ja gar nicht, dass ich einen Dissens mit Herrn Brehm hatte. Aber wenn jeder, der durch seinen Finanzberater Verluste erleidet, zum Mörder wird, dann gäbe es diese Berufsgattung gar nicht mehr. Ich war es nicht. Er sitzt seit 2 Stunden da drin und sagt nichts. Wie nichts? Er hat bestritten, Brehm den Brief geschrieben zu haben. Für die Tat hat er zwar ein Motiv, aber angeblich auch ein Alibi. Was hat er denn jetzt für ein Alibi? Leider verrät das uns nicht. Ja, aber er hat doch zugegeben, dass er Brehm aufs Band gesprochen hat. Und der Brief hat doch ganz offensichtlich denselben Verfasser. Mhm. Eindeutig, ja. Bestreitet, dass er den Brief... Es glaubt ihm doch kein Mensch. Ich muss mir jetzt aber keine Sorgen machen, oder? Ja, keine Ahnung. Herr Simmel, manchmal sind Sie eben doch ein Genie. Ja, gut zu wissen. Das ist alles einfach zu eindeutig, zu perfekt, ohne Abweichung. Der Drohanruf hier, der kam spontan und aus einer Erregung heraus. Einen Brief, den schreibt man mit Bedacht und überlegt. Normalerweise unterscheidet sich die Schriftsprache vom gesprochenen Wort. Zumindest bei gebildeten Menschen wie Holt. Sie meinen, das Ding ist fingiert? Ich gehe davon aus, ja. Aber warum erzählt uns dann Holz nicht, wo er war während des Mordes? Wenn Sie uns nicht sagen, wo Sie zur Tatzeit waren, dann müssen wir Haftbefehl beantragen. Das kann ich nicht. Was passiert denn mit Ihrer Firma, wenn Sie in U-Haft sitzen? Also gut. Ich habe mich zum fraglichen Zeitpunkt mit einem Aufsichtsratsmitglied der Landesmedienanstalten getroffen. Alleine. Sie haben ihn bestochen. Deshalb haben die auch auf die Bürgschaft verzichtet. Ich wusste aber gleich, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Aber Herr Simmel, er war es nun mal nicht. Er hat ein Alibi und er war zur Tatzeit weder auf der Brücke noch im Club. Gut, dann frage ich mich aber, wieso behauptet Luca, ihn dort gesehen zu haben? Hey, hey, Spaßfreund. Komm mal ran hier auf den Meter. Herr Bassek, warum haben Sie behauptet, Max Holt Samstag früh am Bootshaus gesehen zu haben? Weil er da war. Sie bleiben also dabei, dass Sie ihn gesehen haben? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Gut, begleiten Sie uns bitte aufs Präsidium. Wieso denn? Ich meine, vielleicht habe ich mich geirrt, ja. Sie haben ihn zweifelsfrei identifizieren können. Und der Mann hat ein Alibi. Das heißt, Sie haben gelogen. Und Sie haben ein Motiv. Und Sie kannten Brehms Trainingsstrecke, also kommen Sie bitte raus. Was sind wir hier? Das ist 35 Jahre her. Simmel, da waren Sie 5? 4. Herr Simmel, Sie schaffen das. Na, immerhin haben Sie ihn. Bitte schön, Herr Simmel. Danke. Vielleicht wollten Sie ja Hanna nur schützen. Das würde ich sogar verstehen, Herr Bastek, dass er zieht. Oder hatten Sie eigentlich nur vor, Werner Brehm einen ordentlichen Schrecken einzujagen? War es so? Wollten Sie ihm Schrecken einjagen und deswegen ist die ganze Sache aus dem Ruder gelaufen? Ich habe mit dem Tod von Brehm nichts zu tun. Wenn jemand Hanna bedroht, dann wären Sie doch zur Stelle, oder? Sie würden doch alles für Sie tun. Natürlich. Ich liebe Hanna. Warum haben Sie versucht, Max Holz mit dem fingierten Drohbrief zu belasten? Was denn für ein Drohbrief? Sie wussten, dass wir Sie im Verdacht haben. Und Sie wissen auch, dass wir Ihren Rechner checken können. Ich hab den Brehm nicht umgebracht. Ich war doch mit Hanna hinterm Bootshaus. Sie wird das bestätigen. Würde sie es Ihnen zuliebe bestätigen? Oder haben Sie beide sich das gemeinsam ausgedacht? Herr Bastek, Sie sind gerade dabei, das Mädchen, das Sie so lieben, zu Ihrer Komplizin zu machen. Und das wäre dann Beihilfe zum Mord. Beihilfe zum Mord. Wissen Sie überhaupt, was das heißt? Wollen Sie sie da wirklich mit reinziehen? Wirklich? Nein. Natürlich nicht. Wir waren ja gar nicht beim Bootshaus. Ich will doch nur, dass alles gut wird. Warum ist denn das so kompliziert auf einmal? Warum haben Sie gelogen? Hanna wollte doch nur, dass mir nichts passiert. Die hat natürlich geahnt, dass sie mich irgendwann verdächtigen würden, wegen des Streits mit ihrem Vater. Das haben ja alle mitbekommen im Club. Deswegen wollte sie mir ein Alibi verschaffen. Das heißt, Hanna hat sich das alles ausgedacht, ja? Auch, dass Sie sagen sollen, Sie hätten Max Holz auf dem Gelände gesehen? Raus damit, Herr Simmel, sagen Sie es ruhig. Ich habe mich von diesem Gehör täuschen lassen. Sie hatten recht und ich war blind. Müssen Sie aber nicht übertreiben. Sie hat Luca nur benutzt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Bleiben Sie doch mal stehen, Frau Brandt. Ich habe
mich sowas von einwickeln lassen. Doch als Hannah bei uns im Büro war, da lag die Ermittlungsakte von Holz mit der Abschrift seines Drohanrufes offen auf meinem Schreibtisch. Ja, ich habe ihr alles, was sie brauchte, frei Haus geliefert. Ja, sie hat den falschen Brief platziert. Ja, das hat sie. Hallo, Frau Wahl, ist Hannah zu Hause? Nein. Ich weiß nicht, sie wollte in einer Stunde wieder da sein. Gut, können wir in der Zwischenzeit mit Sophie sprechen, bitte. Sophie, was genau ist an dem Tag passiert, als du Sven angefahren hast? Was sollen denn die Fragen? Das haben wir doch schon geklärt. Hattet ihr Streit, Hannah und du? Hat sie dich gezwungen zu fahren? War das sowas wie eine Mutprobe? Was soll denn das? Sophie, du willst doch auch, dass wir den Mörder deines Vaters finden, oder? Nein. Bitte? Nein, ich bin nicht gefahren. Wer ist gefahren? Hannah? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Hannah hat mir gesagt, was ich sagen soll. Ich dachte, sie hat recht, wie immer. Warum hast du so getan, als wärst du das Auto gefahren? Das ist doch kein Grund. Ich mache immer, was Hannah will. Sie wird sonst so gemein. Sophie, wieso hast denn du Werner und mir nichts davon erzählt? Ich hatte Angst. Wovor? Vor Hannah. Mensch, Sophie, Hannah ist deine Schwester. Setzen Sie sie nicht unter Druck, das macht Hannah schon genug. Ich glaube, es macht dir Spaß, mir weh zu tun. Was genau ist denn passiert? Was hat Hannah gemacht? Sie ist gefahren. Ziemlich schnell. Und plötzlich war der Sven auf seinem Dreirad. Es hat so ein komisches Geräusch gemacht und dann war er einfach weg. Wir sind ausgestiegen und dann lag er da so und schrie so schrecklich. Er hatte furchtbare Angst und schrie immer wieder nach seinem Vater. Ich habe Hannah angebettelt, einen Krankenwagen zu rufen, aber sie stand nur da, ganz ruhig. Und das Blut lief da so raus. Aber Hannah hat einfach nur geschaut. Ich will nicht, ich habe das meinem Papa doch schon alles erzählt. Wann denn? Vorgestern. An dem Tag, an dem Bremen von Sophie die Wahrheit über den Unfall erfährt, wird er umgebracht. Es muss irgendwas anderes passiert sein zwischen Hannah und dem Stiefvater. Ja. Und zwar kein Missbrauch, Herr Simmel. Wir schauen mal, wo sie bleibt. Mhm. Hat sie jemals Gefühle gezeigt, wenn es ihnen schlecht ging? Oder wenn ein Tier verletzt wurde? Die Hochbegabung, die raschen emotionalen Wechsel, das fast sportliche Interesse daran, Menschen zu manipulieren. Alles das spricht für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, Frau Wahl. Ihr Mann hat es gewusst. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was sie so aus der Fassung gebracht hat, als wir ihnen diesen Schnipsel mit den Zahlen vorgelegt hatten. Und Herr Simmel noch meint, es könnte eine Düsseldorfer Telefonnummer sein. Werner hat sich ab und zu aufgeregt über Hannas Verhalten. Ja, Kinder können manchmal wirklich grausam sein. Deswegen hat er auch Psychiater Professor Rotte ausfindig gemacht. Und er hat ihnen erzählt, dass er nachmittags einen Termin hatte mit ihm. Er wollte ihn konsultieren, zusammen mit Hannah in Düsseldorf. Und als sie dann vom Tod ihres Mannes erfahren haben, da war ihnen schnell klar, dass Hannah dahinter stecken könnte, nachdem er ihr morgens mit der Klinik gedroht hatte. Warum haben Sie uns nicht von dem Verdacht berichtet? Ich habe das Hannah auf den Kopf zugesagt. Ich habe sie gefragt. Sie hat es abgestritten. Ich wollte ihr glauben.
Stellen Sie meinen Vater zur Seite. Bring mich um. Das bringt mich. Bleib stehen! Never ever, alter Sack! Gesagt, dass ich besser laufen kann als Bruder? Sie haben einen behinderten Jungen angefahren. Und anstatt Hilfe zu holen, haben Sie seelenruhig zugeschaut, wie er da lag und geschrien hat. Was für eine kranke Fantasie haben Sie denn? Alle haben für Sie gelogen. Ihre Stiefschwester, Ihr Freund und jetzt auch noch Ihre Mutter. Macht Ihnen das eigentlich Spaß, Menschen zu manipulieren, die den Fehler begehen, Sie zu lieben? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich möchte nach Hause. Mir ist kalt, ich habe Durst. Ich weiß nicht, ob ich das hier durchstehe. Für wen ziehen Sie diese Show hier jetzt ab? Für mich? Oder wen wollen Sie jetzt austricksen? Sie haben mir das Missbrauchsopfer vorgespielt. Sie wussten, dass Holz verdächtig war und haben den Drohbrief geschrieben, um ihn zu belasten. So, und woher sollte ich das wissen? Durch mich, ich habe einen Fehler begangen, ja. Ja, genau. Sie haben auch gesagt, dass es schön wäre, wenn Sie einen Beweis gegen Holz hätten. Nein, das habe ich nicht. Sie lügen. Wie hätte ich Ihre Geschichte sonst deuten sollen? Sie haben Ihren Stiefvater schon immer provoziert. Sie wollten ihn manipulieren wie all die anderen, aber da hat er nicht mitgemacht. Waren Sie dabei oder woher wollen Sie das wissen? Ihm ist Ihr Verhalten schon länger aufgefallen. Und hat angefangen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Ihrem abnormen Verhalten und einer möglichen psychischen Krankheit. Bitte sehr. Unter einer Psychopathie wird in der forensischen Psychiatrie eine schwere Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung verstanden. Professor Christian Rotte von der Psychiatrischen Fakultät der Universität Düsseldorf beschreibt in seinem Aufsatz den Fall eines jungen Mannes, der schon im frühen Kindes... ist das alles, was Sie haben? Sind wir jetzt bei einer Therapiesitzung? Er wollte, dass Sie sich psychiatrisch untersuchen lassen. Interessante These. Deshalb hat mich Ihr Kollege mit roher Gewalt an den Haaren gezogen. Diese Anschuldigungen sind lächerlich. Gucken Sie mich doch mal an, sieht so eine Mörderin aus? So sieht jemand mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung aus, der sein Umfeld wahrnimmt wie Figuren auf einem Schachbrett. Frau Brandt, wollen wir nicht lieber unser interessantes Gespräch weiterführen über die Beweise, die Sie gefälscht haben? Sie erinnern sich sicherlich noch an das Geständnis, das Sie mir gemacht haben bei sich zu Hause? Dürfen Sie das eigentlich als Polizistin eine Verdächtige bei sich übernachten lassen? Was denn für ein Geständnis? Von was redet sie denn? Zu Beweisen müssen wir sie wohl laufen lassen. Ich werde trotzdem mal mit dem Staatsanwalt telefonieren. Mal sehen, was der dazu sagt. Ziemlich lang, da hat Ihr Chef ja einiges mit Ihrer Kollegin zu besprechen. Es tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten. Sie können gehen. Ich habe jetzt schon eine richtige Entschuldigung verdient für die ganzen Unterstellungen. Schließlich kann ich nichts dafür, wenn Sie als Kommissarin Fehler machen. Entschuldigung.
Hast du es dir mittlerweile überlegt? Ich mein's ernst, Hannah. Das hier ist deine. Für unsere gemeinsame Wohnung. Was denkst du? Du bist ein perverser, kleiner Spanner. Sonst nichts. Oder glaubst du, ich weiß nicht, dass du mich immer beim Duschen beobachtest? Was denn? Glaubst du, nur weil du mir ab und zu einen kleinen Gefallen getan hast, bist du jetzt mein Liebhaber? Hey, soll ich da die erste kleine Träne kullern? Frau Brandt. Kann ich Sie kurz sprechen? Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten. Tut mir leid, der Trainingsplan hat Priorität, das können Sie sicher verstehen. Ja, aber es wäre nett, wenn Sie sich doch die Zeit nehmen könnten, mich zu begleiten. Hannah, das fällt mir nicht leicht, bitte. Sie haben gewonnen. Sie waren clever, ich habe das akzeptiert, aber da gibt es etwas, wobei Sie mir helfen können. Wenn es mich nicht amüsiert, dann werde ich ärgerlich. Ja, und was soll das? Ich wollte Ihnen letztes Mal die Gelegenheit bieten, Ihrem Vater entgegenzutreten. Hört sich recht pathetisch an. Aber eigentlich stehe ich hier nur vor einem toten Stück Fleisch. Was wollen Sie damit erreichen? Dass ich weinend zusammenbreche und gestehe? Ich weiß, dass Sie das nicht erschüttert. Psychopathen empfinden nur Aggression oder Langeweile. Oder Lust, sobald sie Macht über andere Menschen haben. Ich bin also eine Psychopathin. Scheint ihn nicht besonders zu erschrecken. Ihn konnten Sie noch nie einschüchtern. Er hatte sie durchschaut und erkannt, was mit ihnen los ist. Aber das wissen sie ja. Genauso wie sie wussten, dass er ihr Krankheitsbild genauestens recherchiert hatte. Deswegen haben sie ja seinen Spind aufgebrochen und die Unterlagen verbrannt. Und später den Rucksack ihrer Schwester gestohlen. Nur die hatte im Safe etwas übersehen. Ihr Vater hatte sämtliche Beweise gesammelt, um sie in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung unterbringen zu lassen. Unsinn. Der hatte überhaupt nichts in der Hand. Dieser lächerliche Unfall. Hier ist die Einweisung. Das ist heute Ihr letzter Tag in Freiheit. Und sein Vermächtnis an Sie. Fehlen wir dem Gericht, die Patientin in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen? Die Patientin ist eine Gefahr. Respekt. Danke.
Aber dieses gefälschte Gutachten, das fliegt uns jetzt aber vor Gericht nicht um die Ohren, oder? Das war nicht gefälscht. Sondern? Das war nur schon ein bisschen älter und über eine Patientin, die inzwischen verstorben ist. Ja, und Frau Brandt hat mit keinem Wort behauptet, dass sich das Gutachten auf Hanna bezieht. Wo wussten Sie eigentlich, dass sie darauf reagieren würde? Das hat sie ja schon mal gemacht. Nur ihr Stiefvater war nicht darauf vorbereitet, das war sein Verhängnis. Eine ist sogar für dich. Nee, lass mal. Gut. Nee, du kannst da gerade nicht hoch. Weil? Die beiden brauchen jetzt Zeit für sich allein. Was heißt denn die beiden? Was heißt denn die beiden? Hat deine Mutter noch einen Freund? Nein, ich meine natürlich sie und Dad. Ja, aber Dad ist da ausgezogen. Und jetzt ist er wieder da. Es läuft doch gerade die große Versöhnung. Lag echt nicht an dir, okay? Eigentlich bist du doch sogar ganz süß. Hallo, Esime. Brandt. Sie für mich? So bin ich. Na, eigentlich habe ich ja bei Ihnen was gut zu machen, nicht umgekehrt. Hm. Ich habe mich in den Mädchen geirrt, nicht Sie. Steht auf. Hm. Süß. Süß, danke. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man jemand aus Sympathie nah an sich ranlässt. Das macht Sie auf eine gewisse Art und Weise menschlich. Danke. Wie war das eigentlich mit der Waffe, die Sie dem Täter an den Kopf gehalten haben? Herr Simmel, wann haben Sie mich je mit einer Waffe gesehen?